gehen wir erst auf euer, wie heißt es hier, ausführen und geben da auch einfach %appdata% ein. Dann gehen wir in unser .minecraft-Ordner, gehen auf bin und öffnen es mit winrar. Wo haben wir es denn? Hier, öffnen mit winrar. Ziehen wir es hier rüber. Gut, als erstes löschen wir die meta-inf-Ordner, falls vorhanden. Ich habe jetzt noch Minecraft laufen. Zack. So, also wir schließen als erstes Minecraft und dann den meta-inf-Ordner löschen. Ziehen dann den Mod-Loader, alles da rein. Und drücken auf OK. Dann können wir den schließen. Dann gehen wir den Zeppelin mit downloaden, ziehen auch alles da rein. Dann, wenn man möchte, kann man sich jetzt noch so einen Controller holen. Den ziehen wir auf. Warte mal. In your Minecraft, ja. Okay. Ziehen wir auch rein. Also nur die obere, nicht die untere. Und ich mache mir jetzt nochmal too many items drauf, dass ich es euch besser zeigen kann. Ziehen wir auch alles da rein. Gut, dann sehen wir es gleich, ob es funktioniert hat. Wir öffnen unser Minecraft. Gehen auf Login. Und wenn das kommt, dann ist es eigentlich so gut wie installiert. Und dann sehen wir uns dann im Spiel. So, da sind wir. Ich habe jetzt gerade einen Fail gemacht. Das ist immer, wenn man bei Minus Numpad das macht, dann immer die Aufnahme unterbricht, weil ich da auch mein Aufnahmeding hab. Ja, wir machen das. Ach so, jetzt habe ich da auch noch mal eine Zahl. Na, das ist jetzt egal. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das craftet. Zum zweiten Mal. Also wir nehmen als erstes Holz für eine Crafting Table. Dann, ach, ich habe doch hier irgendwo eine stehen. Nicht? Ach so, die habe ich auf dem Schiff. Ja gut. Wir nehmen uns Holz. Dann brauchen wir Eisen. Ne, ich finde. So ist das zweite Mal Eisen. Dann muss ich mal hochscrollen und die Itemliste mal angucken. Wo sind die Schalter? Hier. Das ist das Einzige, was wir immer brauchen für jedes Schiff bzw. Aufzug. Kann ich euch nachher zeigen. So, ich baue das jetzt erstmal mit Wolle. So, beim Schiff muss man aufpassen, da darf nichts das Schiff berühren. Deswegen mache ich das so. Kommt scheiß Ströme. Also wir bauen jetzt noch kurz die Wolle hier ab. User left your channel. Und wenn noch ein jetzt bauen wir uns einfach hier so ein kleines Flitzerchen. Das reicht schon. Bauen unsere Crafting Table einfach mal jetzt hier hin. Nehmen uns Eisen. Hauen hier Holz hin. Und fürs Schiff macht man rechts und links so einen Hebel. Und haut das dann aufs Schiff drauf. Das Schiff darf dann nicht mehr verändert werden, beziehungsweise eigentlich schon. Ich habe es jetzt mal gemacht. Und wenn wir dann mit dem Schiff fahren wollen, drückt man Rechtsklick drauf. Hier steht Found Crafting auf 5 Seiten, also 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Also mit der 5. So, jetzt mit Numpad können wir das steuern. Numpad ist da, wo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 steht. Dann plus minus mal und so. Also mit 4 Numpad können wir es nach links bewegen, mit 5 Numpad können wir es nach rechts bewegen. Und jetzt mit Numpad 8 können wir es vorwärts bewegen und Numpad 2 können wir rückwärts bzw. stoppen. Jetzt fahren wir mal. Ich bin so schlecht im Fahren von dem Ding. Ich kann das nicht fahren. Ich glaube, ich laufe lieber. Da ist nämlich mein anderes Schiff schon. Ja, also ich kann nicht fahren. So sah das vordere des Schiff aus. Hier war mit Crafting Kiste, das war wesentlich besser. Dann haben wir hier unser Drehteil. Das können wir mal gerade anklicken. So. Wie man das baut, ist auch ganz einfach. Ihr müsst halt eure Plattform bauen, müsst dann das hier wegmachen, weil sonst dreht sich das auch mit. Craften könnt ihr es auch ganz einfach, indem ihr einfach zweimal Holz hier rein tut, zweimal Eisen und einen Hebel nach rechts. So sieht es dann aus.
Dann könnt ihr euch draufstellen. Und das mal so. Also mit, ist wieder klar, mit links. Was? Das ist in die falsche Richtung. Okay, eigentlich müsst ihr jetzt mit Numpad 6 nach rechts drehen und nach links. Auf jeden Fall, das ist einfach so eine kleine Aussichtsplattform, die dreht sich. Das einzigste ist, wenn ihr aussteigt, dreht es euch manchmal noch leicht mit. So, deaktivieren können wir das Ganze wieder mit Rechtsklick drauf. Und dann kommen wir zu unserem Elevator. Der Elevator ist ein Aufzug, kann man ganz leicht sehen. Den Elevator betätigt ihr mit Plus, Numpad Plus und Numpad Minus. Mit Numpad Minus geht ihr dann wieder runter. Mit Numpad Plus geht ihr hoch. Das ist einfach ein ganz einfaches Prinzip. Man kann sich also ein super Baumhaus machen oder in der Luft einfach ein Haus. So, das craftet man auch ganz einfach. Einfach Holz hier rein, Eisen wieder da rein und in die Mitte ein Elevator. In die Mitte ein Elevatorstab. So, und jetzt kommen wir zum besten des Mods, was ich finde, ist das Flugzeug. Das craften wir uns einfach so. Dann haben wir hier unser Airship. Das können wir überall bauen. Ich baue es jetzt mal hier. Ich habe vorher so ein Star Trek mäßiges Ding gemacht. Jetzt bauen wir einfach mal tak tak. So, hier hinten machen wir den Antrieb. Und man kann da halt wirklich alles machen mit was war es denn das nochmal von beiden? Airship Control. Den hauen wir einfach irgendwo hin. Ich mache jetzt nachher noch für was. So. Jetzt muss ich mal gerade runter gucken, wie man diesen Kompass macht. Genau, den Kompass macht man mit Redstone. Redstone 1, 2, 3, 4 und einem Kompass, wenn ich denke, der Kompass ist auf der anderen Seite, soweit ich machen weiß. Da. Gehen wir zu unserer Crafting Table. Das ist einfach nur so eine kleine Verschwinderung, finde ich. So wollte ich es nicht. Dann braucht man den Kompass nicht immer in der Hand zu halten. Kann man sich irgendwo ins Schiff reinmachen. Und dann sieht man, wo Norden ist. Also Norden wäre jetzt da. Ich baue jetzt mir noch kurz ein kleines, so ein Booster kann man sagen. Wo man einfach auch noch mitfahren kann. Die Remote Control baut man. Wenn wir gerade nachgucken. So, die craftet man sich mit Goldblöcken und vom roten Ding und ein Repeater. Das ist nicht geordnet, ist das ist schon mal so scheiße. Das ist nach Zahlen geordnet, das wäre manchmal echt besser. Repeater, dann zwei Knöpfe. Ja. Und was man machen so will, ich will zum Beispiel jetzt noch ein Airship kontrollieren mit. Und Gold habe ich nur gefunden, Dark Gold. So, das bauen wir ganz einfach. So, das dann dahin. Ja, doch dahin. Ein Airship. Und das Redstone da rein. So, jetzt brauche ich aber nochmal ein Airship, weil ich ja noch ein Raumschiff bauen will. Raumschiff klingt so abnormal. Da. Gehen also auf unseren Ding, klatschen es dahin, drücken Rechtsklick mit dem drauf und jetzt können wir eigentlich steuern. Hä? Ah. Plus, minus. Das muss ich mal lesen. Ah nein, okay, was wir bis jetzt erst können, ist sowas hier zu kontrollieren. So. So, jetzt kann ich das hier irgendwie anlinken. Nee, okay, eigentlich ging das mal. Also jetzt habe ich das Airship. Gut, also machen wir das jetzt nicht, das müssen wir irgendwann mal durchlesen. Scheiß Fernbedienung. Das soll da eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat. Ja, mit Plus, Minus geht mal runter, so wie beim Aufzug. Mit 8. Oh. Ach, scheiße. Okay, das ist unsere Spitze. Mit 8 fährt man vorwärts. Mit 2 fährt man rückwärts.
Mit Minus landet man. Mit nach rechts. Fliegen wir noch ein bisschen nach oben. Dreht man sich mit links auf. Beziehungsweise das ist jetzt rechts und mit links. Mit der F4. Nicht F4, mit der 4. Jetzt haben wir es. Kann man dann vorwärts fahren. Wir fahren jetzt einfach mal. Da ist das Dorf. Hier war ich nämlich vorher. Hier bin ich nämlich vorbeigeflogen. Man kann zum Beispiel jetzt auch einfach auf sein Raumschiff irgendwas bauen. So. Man kann dann einfach so ein kleines Planschbecken machen, kann dann um die Welt segeln. Und ja, der Mod ist eigentlich recht schön. Ich benutze ihn jetzt besser. Super, jetzt bin ich runtergefallen. Das Schiff fährt weiter. Das Schiff fährt jetzt für immer weiter. Gut, also ich finde es sehr schön, der Mod. Die Download-Beschreibung ist. Der Download-Dings sind in der Beschreibung, beziehungsweise auf meiner Homepage. Und dann sehen wir uns beim nächsten Tutorial, Plugin oder Let's Play.